Welcome in Arnhem. Congrats, you just signed your contract over here. Thank you, schön. What's your first impression of the club and the city and everything here? Ja, mein erster Eindruck war, ist ein familiärer Club. Jeder kennt jeden. Das kommt mir zugute, glaube ich. Und ja, ich bin einfach froh, dass mich alle schon so gut aufgenommen haben. Habe auch viele kennengelernt. Ja, überragende Eindrücke. We are standing here in a famous building in Arnhem, the prison. Yeah, what do you think of this building? Es ist ein sehr, sehr großes Gebäude. Auch schönes Gebäude, wenn man es so sagen will. Aber auch lustig, dass ich den ersten Tag hier bin und direkt im Gefängnis bin. Then about your qualities. You are a goalkeeper. What kind of goalkeeper are you? Ja, Bälle halten. Ich glaube, das ist der erste Punkt, was man als Torhüter braucht, dass ich Bälle halten kann und natürlich auch mutig mit dem Fuß spielen kann und auch Flanken abfangen kann. Auf jeden Fall ein sehr mutiger Torwart. You are not that old, but you have some experience at some bigger clubs. Der waren gute Erfahrungen bei Dresden, Schalke oder auch Frankfurt. Konnte vieles lernen da. Habe auch einige Spiele natürlich gehabt. Waren tolle Erfahrungen, natürlich auch schlechte Erfahrungen gemacht, aber daraus bin ich natürlich auch gewachsen, reifer geworden und ja, man braucht auch schlechte Phasen, damit es auch wieder noch besser wird. What can you add to the team? Ja, einfach meine Persönlichkeit ins Team reinbringen, die Leute versuchen zu pushen, Leidenschaft ins Team reinzubringen und so, dass wir gemeinsam Erfolg haben. It's also your first time abroad, that you will play not in Germany, but in a different country. Yeah, what do you think of that? Ja, ist natürlich auch ein guter und schöner Schritt in ein neues Lebensabschnitt. Ja, einfach auch eine neue Sprache lernen. Holländisch ist auch ganz wichtig. Und ja, ich bin einfach gespannt. Ich war auch schon ein paar Mal in Holland. War ein schönes Land, nette Menschen, die ich da getroffen habe. Und ich freue mich einfach. And then the next match, the first match, is against your former club. Ja, ist schon verrückt. Ich habe mich ja verabschiedet bei den Leuten, die ich kenne. Und dann sieht man die im nächsten Spiel schon wieder. Ja, ist sehr speziell. Gibt es, glaube ich, auch nicht so häufig. Und ich freue mich dann auch auf dieses Spiel. Do you have specific goals for you or for the club that you want to reach this season? Natürlich eine erfolgreiche Saison spielen, erfolgreichen Fußball und natürlich auch guten Fußball, den man gut ansehen kann. Natürlich auch die Fans mitnehmen, wenn sie wieder hoffentlich im Stadion sind. Das ist auch ganz wichtig und einfach ja, eine geile Gemeinschaft sein, eine geile Family und so werden wir dann auch erfolgreich. Is there something that you want to say to the supporters? Ich freue mich, dass ich hier bin. Ich habe auch schon mal schwarz-gelbe Farben getragen und bin froh, dass ich wieder schwarz-gelbe Farben tragen kann. Und ich hoffe, dass wir zusammen viel Spaß haben.